Also, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum nächsten Segment unseres Podcasts. Es folgt das atheistische Quartett. Aber wir sind doch nur zu dritt. Wer ist denn die vierte Person? Ja, die vierte Person ist Franz der Waal heute. Aber Franz der Waal, das ja, ist ja super cool. Ja, aber leider konnte der nicht. Ach so. Also deswegen sind wir heute im Quartett zu viert ohne Franz der Waal. Na gut. Sehr gut. Okay, aber ich kann ein bisschen was über den erzählen. Also wir reden ja hier immer über das Thema in letzter Zeit. Wo kommt eigentlich die Moral her? Was hat es mit der Ethik so auf sich? Und Franz der Waal ist halt ein Mensch, der da ein Buch drüber geschrieben hat. Es geht auch um andere Themen, werdet ihr gleich noch hören. Das Buch heißt Der Mensch, der Bonobo und die 10 Gebote. Untertitel Moral ist älter als Religion. Vielleicht noch kurz zu Franz der Waal. Das ist ein Primatenforscher. Ich finde es ganz interessant, weil der Marc Hauser kommt auch aus dieser Richtung. Wir haben auch schon mal über Ina Wun gesprochen, die sich gar nicht primär zunächst mit Religion beschäftigt haben, sondern mit Evolution, mit Tieren jetzt in dem Fall und dann irgendwie auf das Thema Religion auch gekommen sind. Also das war nicht der Untersuchungsgegenstand von Anfang an. Also Franz der Waal, Primatenforscher, ist ein Holländer, der aber schon lange in den USA arbeitet und schreibt, er ist nicht gläubig. Er schreibt jetzt auch nicht, dass er Atheist ist, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, aber ist jetzt keiner Religion da angehörig. Schien mir auch nicht an Gott zu glauben. Also Moral ist älter als Religion. Er beschäftigt sich sehr intensiv mit Menschenaffen, aber auch mit anderen Primaten, Hunden, Elefanten und Delfinen. Hat er sich auch Studien zu angeguckt. Und was man hier beobachten kann, wenn man sich mit diesen Tieren beschäftigt, ist, dass die sich jetzt auch nicht nach dieser Prämisse, die man ihnen manchmal unterstellt, verhalten, dass sie nur instinktgeleitet handeln, vielleicht nur aus dem Impuls heraus handeln, sondern dass man bei denen auch sowas beobachten kann wie Freundschaften zum Beispiel. Also dass Tiere miteinander füreinander sorgen, miteinander rumziehen, ja, ohne dass sie miteinander verwandt sind. Ja, aber so klar ist das alles gar nicht. Okay. Das wird nämlich durchaus auch bestritten, dass das bei Affen zum Beispiel so ist. Dass die Kooperationen eingehen, dass die zum Beispiel auch anderen Affen aus dem Rudel helfen, obwohl sie da erstmal nichts davon haben. Also es gibt so Versuche, dass die dann eben entsprechend denen auch Futter abgeben, obwohl sie dann selber weniger haben. Dass für Kranke aus der Gruppe gesorgt wird und auch wirklich ein Leben lang. Dass Bonobos oder auch Schimpansen fremde Kinder adoptieren. Auch das ist nicht bei allen Tieren so. Also das sind dann Tiere, mit denen sie genetisch nicht verwandt sind. Und ja, haben Gerechtigkeitssinn. Es gibt da so ein bekanntes Video, wo zwei Affen die gleiche Aufgabe ausführen. Die müssen immer so einen Stein durch die Gitterstäbe rausgeben. Der eine bekommt immer eine Gurke. Der andere bekommt eine leckere Traube. Und der die Gurke bekommt und sieht, dass der andere die Traube bekommt, wird dann irgendwann sauer und möchte dann eben, obwohl er vorher die Gurke auch lecker fand, die jetzt nicht mehr nehmen, weil er gesehen hat, das ist ja ungerecht. Der andere bekommt ja da diese Traube. Also soweit, dass der andere die jetzt auch nicht mehr genommen hat, ging es jetzt nicht. Aber es gibt dann noch weitere Versuche, die auch so ein bisschen in diese Richtung gehen. Also das heißt, schon bei Tieren kann man eben beobachten, dass so ein paar Dinge, die wir jetzt als vielleicht Moral empfinden würden, also die töten sich auch nicht gegenseitig und die bestehlen sich auch nicht gegenseitig, also die halten auch gewisse Regeln ein, kann man halt bei denen schon beobachten, was Franz der Waal dazu führt, dass er sagt, diese Veranlagung zur Moral ist was, was man schon mit in die Wiege gelegt bekommt. Also wir sind nachweislich ganz eng verwandt mit diesen Tieren. Man bekommt da schon eine Veranlagung mit in die Wiege gelegt. Also man ist da empfänglich für. So. In die also Wiege man kann gelegt, meinst du, das ist nicht antrainiert, sondern das ist irgendwie genetisch? Also das ist genetisch. Er sagt, es gibt zwei unterschiedliche Verstärker für einen Moralkodex. Das eine ist etwas, was von innen kommt. Das ist erstmal Empathie, die man empfinden kann. Das ist eine Voraussetzung. Da gibt es Spiegelneuronen für, die man auch bei Tieren nachweisen kann. Also ich kann das nachempfinden. Und man beobachtet das eben auch bei Affen, auch bei anderen Tieren. Das ist die Fähigkeit, dass man sich vorstellen kann, so und so geht es dem, wenn ich das und das mit dem mache. Ne? Dass man die Fähigkeit, Empathie heißt ja, ich kann mich in den hineinversetzen und dann sozusagen voraussagen, wie würde der sich fühlen, wenn ich den haue. Wenn man keine Empathie hat, könnte man ja
gar nicht zu dem Schluss kommen, dass das dann wehtut dem, ne? Ja, also wobei da auch noch so ein vorausschauendes Denken dazu gehört. Empathie heißt erstmal, wenn ich jemanden sehe, der leidet, dann habe ich dieses Gefühl, entsteht auch bei mir. Also dieses Gefühl, ich leide mit dem und ich kann mich in diese Situation eben auch auf einer emotionalen Ebene reinversetzen. Ja, okay. Da werden bestimmte Areale im Gehirn irgendwie aktiviert, die das ermöglichen. Mhm. Und das sind diese Spiegelneuronen. Ich habe den Begriff schon öfter gehört, aber ich weiß nie genau, was ich damit anfangen soll. Also so, hier wurde das so beschrieben, dass das diese Spiegelneuronen sind. Okay, das sind also bestimmte Bereiche im Gehirn, die mich, ohne dass ich nachdenken muss, oh, dieser Person geht's schlecht, die mich mitfühlen lassen, dass es zum Beispiel einer Person schlecht geht oder wenn ich jemanden sehe, der sehr glücklich ist, fange ich auch an zu grinsen und so weiter. Und das gibt also oft, wenn ich das richtig verstehe, auch bei anderen Tieren diesen Hirnteil. Das heißt, der ist alt. Ja, auf jeden Fall wurde der auch das erste Mal, wie er beschreibt, ich glaube, bei Rhesusaffen überhaupt entdeckt. Also der wurde gar nicht ursprünglich bei Menschen zunächst entdeckt, sondern bei Affen, also die Spiegelneuronen. Ja. Man kann eben nachweisen, dass die das ganz eindeutig auch kennen. Ne? Durch Tests kann man das halt entsprechend herausfinden. Und dass das eben eine Voraussetzung dafür ist, dass man ein Gerechtigkeitsempfinden hat und bestimmte Dinge eben als nicht passend, sagen wir mal, neutral für als nicht passend empfindet. Als Mensch oder auch als Affe. Also Empathie, dann der Wunsch nach guten Beziehungen, so nennt er das. Also wir leben sozusagen im Rudel, das machen die Affen eben auch. Er bezieht sich ja hier auf Evolution. Evolutionär ist es, ich nehme an, das ist eine These, man kann es aber auch beobachten. Wenn man in einem Rudel lebt, in der Gemeinschaft lebt, man hat gute Beziehungen zueinander und lebt da in Harmonie, hat man halt bessere Überlebenschancen. Man lebt länger im Rudel, das gut funktioniert, man hat mehr Nachkommen in diesem Rudel. Also es gibt so etwas, er sagt, das kommt von innen, wenn man das schon bei kleinen Tieren auch beobachten kann. Man möchte gerne in einer guten Beziehung stehen zu denen, die halt um einen herum sind. Ja, das stimmt sicher. Da möchte ich jetzt aber behaupten, dass es zum Beispiel das auch bei Hunden gibt, nicht Hunde, nur bei Affen. Genau, vielleicht, die sind halt nicht so clever, aber die haben ja alles, was du beschreibst, genau, beobachtet das sagt man auch. Da ja auch. Ja, aber genau. Das stärkt ja eigentlich das Argument von De Waals, wenn ich das so richtig verstehe. Wenn er sich auf Affen konzentriert und jetzt wird rausgefunden, die und die und die können das auch, dann bestärkt das ja eigentlich seine Argumentation. Ne? Ja, also Hunde nimmt er gar nicht aus, ganz im Gegenteil, die nennt er halt auch. Hunde gehören dazu, Delfine gehören dazu, Elefanten zum Beispiel auch. Es gibt gewisse Voraussetzungen, wann Tiere das eben haben. Also zum Beispiel Alligator hat das jetzt nicht. Also das muss ein Säugetier sein. Es geht ja immer um Evolution. Also was hilft dir? Was setzt sich eben entsprechend durch? Und er sagt eben, dieser Wunsch nach Harmonie, nach Zusammenhalt ist etwas, was von Anfang an da ist. Ja. Dann gibt es noch etwas, was von außen kommt. Also man möchte da nicht immer anecken. Das macht halt auch irgendwie keinen Sinn. Ja, man möchte das nicht. Und es geht nicht. Und jetzt kommt nämlich die Sache, die noch dazu kommt. Von außen gibt es natürlich in so einer Gemeinschaft, die aus Hierarchien besteht, bei den Affen, bei den Hunden ist sogar noch stärker ausgeprägt, die Hierarchie, gibt es auch Sanktionen durch die Ranghöheren. Also das ist auch eine Triebfeder, kann man auch eben entsprechend bei den Affen beobachten. Zum Beispiel, ne, ranghöheres Männchen muss immer gucken, dass die Frauen nicht bestiegen werden. Wenn das aber dann rausgeht, das ranghörige Männchen, dann kommen natürlich die anderen schon und dann wird da auch korpuliert. Aber nachher haben dann die rangniedrigen Männchen, wenn der Höhere wieder zurückkommt, haben die so ein schlechtes Gewissen. Ja, und das ist ja interessant. Zeigen sich dem unterwürfig und so, sodass der das eigentlich schon merken könnte. Also die wissen, ich habe Scheiße gebaut. Die wissen das. Das. Und Olli, du kannst das von Hunden genauso sagen. Die wissen natürlich auch, wenn sie Scheiße gebaut haben. Das heißt, und die haben einerseits Angst vor Bestrafung, aber auch bei Hunden, oft werden die ja gar nicht bestraft, sondern nur, es wird so ein gewisser Druck ausgeübt, aber die werden ja dann nicht geschlagen oder ähnliches. Trotzdem schämen sie sich sehr stark und das, sagt er, ist halt dieses Zusammenspiel, man hat schon diese Veranlagung dazu, weil wenn man nur auf Strafe reagieren würde, würde man sich anders verhalten, als Mensch, als auch als Hund. Also man hat da eine Veranlagung zu, eine Begabung zu, sich eben so zu verhalten. Ja, das ist sehr überzeugend. Ich würde das als vielleicht als Gewissen bezeichnen.
was da aktiv wird. Ja, genau. Also was ich auch gut fand, was er nochmal so aufgezeigt hat, ist, dass man bei kleinen Kindern schon sehr früh auch beobachten kann, dass die ein Gefühl für Moral haben, im Sinne von, ich tue nicht einfach einem weh, einfach so, ne? Ich schlag den nicht und ich tue dem nichts. Aber überhaupt nichts mit Gebräuchen anfangen können. Also ob man jetzt als Junge aufs Jungsklo geht oder aufs Mädchenklo, das ist den Schnurzpiepe. Ja, und wie man Messer und Gabel festhält. Ja, sowas, genau. Ja. Ne? Also solche gesellschaftlichen Konventionen sind für die nicht weiter interessant erstmal. Das muss man mühevoll erlernen. Aber so bestimmte Dinge, die eben eher vielleicht moralisch sind, kommen, also lernen die sehr schnell und sind für die auch recht schnell normal. Also sie würden das gar nicht in Frage stellen. Das finde ich cool. Das finde ich einen coolen Blick auf die Moral, weil das die Moral so ein bisschen entromantisiert, ne? Von diesem, ja, das, der göttliche Funke lässt uns allen ja, so gute Menschen werden oder so. Und das ist so eine total neutrale Betrachtung und das macht total Sinn in meinen Augen, dass das nützlich ist, auch im es funktioniert auch, dass man es mit Evolution erklärt, ne? Weil das ja Mechanismen sind, die dadurch entstehen, die gut funktionieren einfach, ne? Du kannst ja, ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, dass eine soziale Spezies existiert, also wo die Tiere in irgendeiner Form zusammenleben oder zusammenarbeiten. Und wenn es nur zusammen ein Beutetier jagen ist oder sowas, dass sie zusammenleben können, ohne dass es eine Instanz wie ein Gewissen gibt, das mir sagt, wie ich mich zu verhalten habe in der Gruppe. Das geht ja nicht. Wie sollen das Beispiel Alligatoren ist prima, wenn Alligatoren das nicht haben, aber Alligatoren sind ja auch keine sozialen Tiere. Richtig, die leben auf sich alleine gestellt. Die leben auf sich alleine und kommen nur zur Brunft zusammen. Ja, es gibt noch andere Prinzipien, zum Beispiel bei den Bienen, ne? Die funktionieren halt auch in der Gruppe, aber etwas anders. Es hat halt was tatsächlich mit der bestimmten Organisation zu tun. Aber wenn wir halt, ne, wir kommen ja daher, dass irgendwie Gott gesagt hat, die Moral komme über uns und wenn wir frei von Gott sind, benehmen wir uns halt so impulsgesteuert, dass wir jeden umbringen und jeden vergewaltigen. Das wäre jetzt hierdurch widerlegt, dass man das eben auch ohne Gott nicht tun würde. Jetzt hat aber der Herr de Waal noch ein paar andere interessante Thesen in seinem Buch, nämlich er ist sehr offen Religion gegenüber und das finde ich jetzt einen interessanten Punkt. Ich meine, er spricht auch darüber, dass die Religion nicht unbedingt der Wissenschaft per se unterlegen ist, zwar in der Kultur, wie diese Institutionen sich verhalten, also dass die sich nicht erneuern, dass die Fortschritt nicht aufgeschlossen gegenüber sind. Aber erstmal war ich etwas überrascht, dass er da dem Ganzen sehr doch recht positiv gegenübersteht. Und mir ist das jetzt schon öfter begegnet, auch bei der Ina Wun. Also irgendwie sieht er halt in der Historie der Menschen, dass Religion irgendwie eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Die meisten Leute auf der Welt oder die meisten Kulturen haben irgendwie eine Religion und er fragt sich, wieso, wofür ist die nützlich? Also was deckt die ab? Ja, und das war ja auch das, was die Ina Wun meinte. Also ihre These war ja, es gab schon immer Religionen seit den wirklich ersten Entstehungstagen dann des Menschen. Und die erfüllt immer eine bestimmte Rolle und evolviert ja auch mit, also verändert sich mit der Zeit. Mhm. Aber irgendeine Rolle scheint es zu spielen. Also er kommt dann auch nicht so richtig, so richtig zu einer Konklusion kommt er nachher nicht. Also er sagt, dieser Moralkodex hat dann dazu geführt, dass Menschen sich den Gott erschaffen haben, ne, dass aber die Religionen eine Top-Down-Moralität haben, die wir gar nicht brauchen, sondern dass eben aus so bestimmten Bedürfnissen, die aus der Natur des Menschen kommen, eine Religion evolutionär Sinn macht. Ja, das ist interessant. Das wäre ja sozusagen die These, okay, dem Menschen fehlt sozusagen, der Hund hat halt den Menschen als obere Instanz, dann kann der ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Menschen haben und der Mensch erfindet sich eine über ihm stehende Instanz, damit der ein schlechtes Gewissen gegenüber Gott dann haben kann, oder? Naja, ich denke, eine Religion stärkt vor allem den Top-Down-Durchgriff, ne? Du machst nicht mehr, was ich sage, weil sonst haue ich dir eine runter, sondern du machst, was ich sage, weil sonst der allmächtige Gott wirklich böse auf dich ist. Und das kann einer Gruppe Vorteile, also das kann einer Gruppe sehr starke Vorteile geben im Konkurrenzkampf.
Dafür brauchst du keine Religion, das funktioniert bei den Schimpansen wunderbar, einfach dadurch, dass der Anführer kräftig ist und Autorität hat. Aber gibt es bei den Schimpansen auch so Konflikte, die von einer Gruppe, also zwischen zwei Gruppen sind, so zum Beispiel, dass irgendwie eine Schimpansengruppe ein Stück Wald von den anderen erobert, also die Menschen haben ja Kriege gegeneinander geführt über Territorialsachen. Gibt's, und dann würde man erklären, okay, gut, wenn wir so eine Religion haben und damit alle gefügig machen, dann kämpft die Bevölkerung halt mit und der Krieg wird gewonnen, weil alle halt gegen die anderen kämpfen. Gibt es denn bei den Schimpansen auch so Konflikte zwischen den Gruppen? Ja, klar, die sind ja recht, also die Schimpansen sind ja recht aggressiv. Bei den Bonobos gibt es das zum Beispiel nicht. Also nicht so stark, weil die sind ja, das sind diese Affen, die immer kopulieren. Ja, und die kopulieren dann auch mit der Feindesgruppe. Also die bauen halt Aggressionen dadurch ab. Da gibt es auch Aggressionen, aber die sind da scheinbar nicht so, das ist nicht so das Problem. Aber die These, die er hier hat, ist nicht, dass Religion hier als Werkzeug benutzt, das sagt er natürlich, das wird so benutzt. Natürlich wird Religion so benutzt. Aber okay. Der Punkt, den er hier machen will, ist so ähnlich wie der Pascal Boyer, der sagt das nämlich auch. Im Grunde ist das, was man bei den Affen schon sieht, den Moralkodex, den die da haben, es gibt da so ein paar Beobachtungen, die lasse ich jetzt mal weg. Also jedenfalls das, was da schon angelegt ist, in dem Moment, wo man kompliziert kommunizieren kann über Sprache, kann es leicht sein, dass daraus eben ein Gott konstruiert wird. Also dass man gewisse Praktiken, Rituale hat, dass das, wie Pascal Boyer sagt ja, das ist ein Nebeneffekt davon. Ne? Und De Waal sagt auch immer, es ist nicht so, das Ergebnis, was man sieht von einem Verhalten, heißt nicht, dass das der Sinn der Evolution ist. Ja. Also wenn ich zum Beispiel, ich glaube, sein Beispiel war, wenn Menschen an einem Strand sind und da kommt so ein, da wird ein Hai angespült. Ne? Alle haben Mitleid mit dem Hai und schubsen den wieder zurück. Ne? Obwohl das eigentlich jetzt nicht so viel Sinn macht. Ne? Die meisten Leute haben Angst vor Haien. Also das ist eigentlich nicht so ein sinnvolles Verhalten. Aber es geht halt nicht darum, dass wir Fähigkeiten ausgeprägt haben, um Hai zu retten, sondern das ist ein Nebeneffekt von etwas, was sich ausgeprägt hat. Das heißt, die Theorie ist, was in uns enthalten ist, ist die Fähigkeit, moralisch zu sein und eine Empathie zu empfinden und Regeln irgendwie einen Sinn für diese Regeln haben, die in der Gesellschaft, in der sozialen Gesellschaft Sinn machen. Und dann, wenn man sozusagen zu gut kommunizieren kann, dann wird als Nebeneffekt, als ungewünschter Nebeneffekt aus diesen eigentlich einfachen Regeln oder dieser eigentlich einfachen Moral auf einmal eine Religion. Also der Nährboden der Religion ist das, was in uns eh schon angelegt ist, plus die Fähigkeit, leider, dass wir zu gut kommunizieren können. Nee, ich würde es gar nicht so unbedingt ausdrücken. Also mein Eindruck ist, aber das ist wirklich was, über was wir bestimmt noch intensiv mal diskutieren werden, ist, dass die halt, zumindest die Biologen, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass deren Theorie ist, dass die Religion ein wichtiger Teil des Menschen ist. Das ist aber nicht die Religion, die wir meinen mit den Institutionen und dem Quatsch, an den man glaubt, dass da das Christkind auf die Erde kommt und sowas. Ne? Aber dass es da irgendwas gibt, was für uns wichtig ist. Deswegen auch eben meine Frage, was bleibt von Weihnachten da noch? Weil dieses rein Wissenschaftliche, ist halt, da scheint manchmal etwas zu fehlen. Vielleicht nehmen wir uns das nächste Mal Hartmann Rosa vor mit seiner Resonanz, der ja sagt, das, was da fehlt, ist Resonanz. Ist ein Eintreten mit der Natur, miteinander und so weiter. Klar, ja, ich kann es nur von mir berichten, bei einigen anderen Leuten, die ich sehr gut kenne, dass wir natürlich in Abständen sagst du, ich muss aus dem Alltag raus, ich muss was anderes erleben, ich muss mich irgendwie in irgendeiner Form erhaben fühlen. Und da gehen halt einige in die Kirche und ich weiß nicht, ich kann auch in einem tropischen Regen stehen oder durch Mangroven paddeln und hab das dann. Andere Leute haben das Gefühl, wenn sie einen neuen Star Wars Film gucken oder wieder andere hören sich Richard Wagner Musik an oder sowas. Oder Podcasts.
Ja, nein. Ich glaube, dieses Gefühl der Erhabenheit, das möchte. Also bei unserem Podcast, das ist auf jeden Fall. Naja. Ja, ich glaube auch, dass das existiert, aber ich denke, es ist nicht zwangsläufig mit Religion gekoppelt. Das ist vielleicht historisch das Einfachste, das mit Religion zu koppeln. Weil halt nicht jeder einen Star Wars-Film sehen kann in der Geschichte der Menschheit und auch nicht jeder Zugang zu tropischen Regenwäldern hat. Ich glaube, es hat was damit zu tun, was man unter Religion versteht. Die nennen ein bestimmtes Phänomen Religion. Man könnte es auch wahrscheinlich Spiritualität nennen oder vielleicht ist es auch eine Art von Gemeinschaftssinn. Also das, was du jetzt alles aufgezählt hast, waren alles Dinge, die man halt alleine machen kann. Ist ja auch legitim. Was kein gutes Licht auf mich wirkt, oder? Naja, gut. Nein, aber wenn man halt in der Gruppe eben sowas erleben kann, ne, so eine Resonanz, dann ist das halt schon was ich im Moment mit einem wissenschaftlich orientierten Weltbild etwas schwer noch in Verbindung bringen kann. Also da sollte man vielleicht auch dran arbeiten, eben da ein bisschen zu schauen, was kann man da entsprechend auch anbieten, was diese Bedürfnisse dann erfüllt, ohne so eine Religion da zu schaffen. Guter Punkt, sehr guter Punkt. Können wir es ja nochmal näher angucken. Ja, ja, wir hatten ja auch schon mal in einem früheren Podcast gesagt, dass das auf jeden Fall ein leichtes Einfallstor für die Religionen ist, dieses Bedürfnis nach, ich nenne es jetzt mal Spiritualität oder Gemeinschafts. Genau. Und dann behaupten sie, sie hätten es erfunden. Ja, ja, genau. Ja. Und sie bieten es vor allem an. Sie bieten es halt an. Behaupten regelmäßig. Sie. Du weißt also, ja, ja, behaupten sie. Also sie machen dann ihren Tamtam am Sonntag und so weiter und so weiter. Also, ja, ja. Ich finde immer Hochzeitsfeiern so absurd. Ich weiß gar nicht genau, warum. Man kann sich einen schönen Tag machen und man kann eine Party mit Freunden machen, weil man sich was verspricht. Wir geben jetzt dem Staat und der Gesellschaft zu erkennen, dass wir heiraten. Wir wollen für uns zusammen da sein. Und da kann man eine schöne Party machen, da muss man auch ein Dokument unterschreiben. Das finde ich alles gut. Aber das wird so ritualisiert. Mit weißen Kleidern, dann sehen die Frauen aus wie eine Torte. Ja, wir sind in modernen Zeiten, manchmal können auch die Männer aussehen wie Torten und dann wird ein riesiger Raum gebucht und dann kommt der Pfarrer und all diese Dinge. Ja gut, das können wir nachher rausschneiden. Aber ich habe den Eindruck, dass es also ritualisiert ist, dass völlig erstarrt ist, dass es die eigentliche Bedeutung, eine Beziehung zu feiern und die Leute zu feiern, die beteiligt sind und offiziell dem Staat oder der Gesellschaft klar zu machen, ja, wir sorgen jetzt für uns. Wenn du den einen meinst, meinst du auch den anderen. Dass das völlig vergessen wird. Dass das halt untergeht unter diesen Ritualen. Ja, aber es sind zwei Punkte. Weil das eine ist wirklich das Individuelle, was du jetzt halt sehr in den Vordergrund stellst. Aber Rituale sind etwas, also das würde dir bestimmt jeder Biologe auch in diesen Tiergemeinschaften sagen, dass Rituale sind halt ein totaler Beziehungskit. Also die haben auch ihre Rituale. Also gerade die Rituale finde ich jetzt komisch, die abzuschaffen. Also ich glaube, das Ritual an sich, das macht schon auch Sinn. Klar, wenn das so ein Fake-Ding ist und nur noch dem Konsum dient, dann ist das was anderes. Aber jetzt so gewisse Geschichten über die, das ist ja auch ein Stück Identität und auch so ein Kit irgendwie in der Gesellschaft. Also das komplett abzuschaffen. Ja, das Ritual ist, glaube ich, dazu da, um sozusagen sowas wie einen Beweis zu liefern. Also man sagt halt nicht nur, ja, wir versprechen uns jetzt gegeneinander, füreinander da zu sein, sondern man macht diesen Riesenaufwand und je aufwendiger der Aufwand ist, desto mehr wurde der Beweis erbracht. Ja, guck, wir meinen das auch so. Wir sagen das nicht nur, sondern wir machen das halt. Das ist so ähnlich wie eine Schiffstaufe. Der Akt, dass ich sage, hiermit taufe ich dieses Schiff auf den Namen Tralala, also dass ich das ausspreche, ist ja der Akt. Und vielleicht reicht den Leuten das nicht bei der Heirat, das einfach nur auszusprechen, sondern die müssen den Akt dazu erfinden, weil sie sonst das Gefühl haben, wo ist denn jetzt der Akt, dass wir das wirklich gemacht haben? Und dann erfindet man Rituale, auf denen man sozusagen diesen Akt überträgt. Und wenn man die Rituale nicht macht, hat man das Gefühl, man hat den Akt nicht durchgeführt, also diesen Akt des sich gegenseitig des Versprechens. Vielleicht ist es so. Aber das ist nur aus der Sicht der Heiratenden jetzt argumentiert. Stimmt, aber in vielen Kulturen geht es überhaupt nicht um die da heiraten. Die wollen ja diese bescheuerte Feier da vielleicht gar nicht haben. Das ist so ein Gesellschaftskit, wo man dann wieder Leute einlädt und das macht dann auch jeder.
Und irgendwie ist das so, und das Leben ist auch so, dann wird man geboren, dann macht man das, dann heiratet man, dann macht man das. Ja, stimmt, du hast recht, ja. Das hat irgendwie noch aus Sicht der Gesellschaft noch eine andere Bedeutung, wo es gar nicht um die Bedürfnisse des Individuums geht. Ja, interessant, ja, das stimmt, du hast recht. Ja, ja, als Erklärung finde ich das überzeugend, ja. Dadurch wird es ja immer noch nicht besser. Ich finde aber, man muss darüber diskutieren, ob man das alles zugunsten des Individualismus abschaffen kann. Weil ich glaube, wenn man zum Beispiel Weihnachten sagt, wir machen das nicht mehr so, wie es jetzt ist, kenne ich atheistische Familien, die wirklich nichts mit Gott am Hut haben. Aber diese Geschichten mit dem Baum und so, das hat halt für Familien auch was Schönes. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ja, das macht ja nichts. Deswegen, was nimmt man davon weg? Das macht ja nichts, genau. Was nimmt man davon weg? Was erhält man? Wie kann man das auch positiv gestalten? Ohne, also so nimmt man doch den Religionen auch den Wind aus den Segeln. Das stimmt, so nimmt man den, wenn man sagt, ja, wir feiern das halt, und dieses Brimborium mit den Kerzen am Baum und so, das ist halt auch für Kinder cool. Und da braucht man eben nicht in die Kirche zu gehen, weil da können wir es halt zu Hause machen. Das stimmt, ja. Das ist eigentlich ganz gut. Weihnachten, das seid nicht ihr, das sind wir. Das sind wir. Ja, genau, so sieht's aus. Und der Baum gehört denen nämlich gar nicht. Nee, der gehört denen überhaupt nicht. Und der Esel auch nicht. Den reklamieren wir auch. Mein Esel kriegt ihr nicht. Okay. Da gab's vor einer Weile im Ketzer-Podcast ein sehr interessantes Interview mit Andreas Edmüller. Das ist der Autor des Buches Die Legende von der christlichen Moral, warum das Christentum moralisch orientierungslos ist. Der geht da, also es ist ein richtig gutes Interview, das haben die Jungs gut gemacht. Hört euch das mal an, wenn ihr Lust habt. Ja, sehr gut. Ich höre den Ketzer-Podcast übrigens sowieso sehr gerne.